Mein lieben, wunderschönen guten Donnerstagmorgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update. Also, das sieht heute schon ein bisschen freundlicher aus. Der US-Dollar scheint zumindest in den Morgenstunden etwas nachzugeben. Werden wir uns jetzt gleich anschauen. Der DAX reagiert auch positiv mit über 2%, nach dem erneut recht harten Drawback. Wir schauen mal an, was der DXY macht. Der ist gestern in eine Widerstandszone gekommen, hat diese penetriert, wird jetzt aber gerade ein bisschen abverkauft. Das heißt, da haben wir schon mal definitiv diese positive Reaktion auch in den Kryptowährungen, die zeigt, okay, der starke US-Dollar hat jetzt erstmal so sein kleines Pendant bekommen. Trotzdem auch hier, wir sehen, dass eben die starke Dynamik, die hier anhält, vor allem natürlich auch wahrscheinlich mit Short Squeeze zusammenhängt. Und da erkennen wir auch im Euro-US-Dollar, auch im GBP-US-Dollar, wie stark gerade die Märkte unter diesem Squeeze quasi leiden, wie stark die einfach durchziehen. Und deswegen da halt natürlich auch für Bitcoin und Co. erstmal so ein schwieriges Unterfangen. Aber in den letzten Stunden oder in den letzten 2 Tagen konnten wir uns relativ gut fangen. Also wir haben hier das Tief einmal abgegrast, haben das tiefere Tief gebildet, haben hier unten aber großes, großes, großes Volumen gebildet. Für uns als Retail-Trader, wir müssen immer verstehen, dass wenn großes Volumen gebildet wird und der Markt einen Turnaround macht, dass die Positionen, die hier im Plus sind, möglicherweise ihren Stop-Loss hier unten liegen haben. Das heißt, ein großes Liquiditätscluster mag bei den $37.500 liegen. Jetzt gehen wir weiter und sehen, okay, der Markt bewegt sich hier in einer Mikro-Aufwärtsstruktur nach oben, kriegt hier auch seinen Rejection mit zwischenzeitlicher Konsolidierung, geht ein bisschen nach oben. Das sieht an sich gerade gar nicht so schlecht aus. Aber, na klar, wir sind noch in einem sehr, sehr starken Abwärtstrend. Die Abwärtsdynamik ist sowohl Mikro, wie auch Meta, wie auch Makro gegeben. Wenn wir uns das mal in Retail-Sicht anschauen, dann sehen wir, dass eben der Markt durch seinen dynamischen Widerstand hier ein sehr, sehr großes Vermögen hat, nochmal rejected zu werden. Bedeutet allein schon, wenn wir uns nun mal die Retail-Sicht anschauen, also Retail ist nichts anderes als der Begriff für private Traderinnen und Trader, siehst du, wir kommen hier in einen Widerstandsbereich, wir sind hier am EMA 50 auf H4 und wir sind in einer Abwärtsstruktur, entsprechend spricht hier schon einiges dafür, dass wir uns relativ short auch bewegen. Das hier ist aber Retail-Geld, was reinkommt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir sogar hier erstmal noch ein bisschen nach oben gehen und vielleicht die $40.200 antesten, die ist gar nicht so gering. Und die $40.200, die hat ein besonderes Dasein, denn das hier ist eine Ineffizienz, die entstanden ist. Der Markt ist durch seinen heftigen Impuls, hat er quasi alle Kaufpositionen, die hier noch für diesen kleinen Impuls nach oben gesorgt haben, ist nach unten gefallen und hat dadurch letztendlich eine große Ineffizienz in den Märkten erschaffen. Wenn wir uns das Ganze mal etwas aktiver anschauen wollen, dann können wir sehen, dass der Markt hier seine letzte große oder seine letzte grüne Kerze gebildet hat, die ins Höchste hochgegangen ist. Dann haben wir letztendlich die letzte Rejection gesehen, die von hier gekommen ist. Das heißt, in diesem Bereich haben wir einmal diese große Umverteilungszone und diese Zone darunter, die sich vom Tiefpunkt bis zum aktuell höchsten Punkt, den der Markt bisher gebildet hat, also bis hier ungefähr, da haben wir die sogenannte Ineffizienzzone. Und die Ineffizienzzone, die hat ein großes, großes Verlangen in aller Regel gefüllt zu werden. Vor allem, wenn wir charttechnisch gesehen Möglichkeiten sehen, dass wir auch in diese Richtung einen Impuls bekommen. Heißt, falls der US-Dollar heute noch ein bisschen stärker abverkauft wird, kann Bitcoin vielleicht die $40.200 nochmal erklimmen, würde dann aber tatsächlich erstmal auf einen kleinen Short wieder plädieren, wenn wir uns nach unten bewegen und dann möglicherweise mit einem neuen Impuls uns entweder Richtung 41k wieder bewegen oder tatsächlich weiter die Abwärtsrichtung nehmen und hier unten bei 37,6 die Liquidität fischen. Auf Tagesbasis haben wir uns vom jüngsten Tief erholt, wir haben die Stops hier abgegrast, bewegen uns langsam nach oben, trotzdem sehen wir, das sieht relativ ungesund erstmal noch aus. Das heißt, wir sind immer noch extrem stark abwärts gerichtet. Möglichkeiten, dass sich hier der Turnaround bildet und weiter nach unten läuft, sind deutlich größer, als dass der Markt hier weiter nach oben fällt. Und der Gesamtmarkt sieht nicht anders aus. Wir haben ein paar grüne Zahlen im Kontext des Marktes, aber ja, sehen sie sehr, sehr ähnlich natürlich aus, aber etwas schwächer als Bitcoin. Wir können uns mal die Bitcoin-Dominanz ansehen. Die könnte spannend sein, wie die aussieht. Ja, stabil noch bei 42%. Wir dümpeln hier seit Wochen gerade hin und her, sehen aber Tendenz tatsächlich fallend. Und wenn Bitcoin fällt letztendlich in der Marktdominanz, ist das eigentlich ein positives Zeichen, weil die Altcoins dann mehr Geld reingespült bekommen und Altcoins gelten ja häufig als deutlich volatiler noch, was einfach ein bekräftiges Phänomen sein kann, dass es letztendlich für die Altcoins oder für den Gesamtkryptomarkt wieder etwas nach oben gehen könnte. Bis dahin ist aber noch viel Platz, müssen wir uns anschauen. Trotzdem, vor allem ist jetzt spannend, was macht der US-Dollar, was machen die Indizes und das sieht für heute zumindest gar nicht mal so schlecht aus.
werden uns das aber dann noch in Ruhe nochmal anschauen und sehen, wie sich der Markt heute verhält. Dementsprechend verbleibe ich jetzt hier erstmal mit schönen Grüßen für diesen Tag und wir hören uns dann später wieder. Dein Dominik von der Watch Story. Ciao, ciao.